Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Jorginho und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute WZG meine Freunde, Part 5, aber wieder mal nicht alleine. Stell dich vor, mein Schützling. Cherry ist hier und ich bin heute stolz und ich bin nicht der Letzte, der sich vorstellt. Wir haben heute einen Special Guest und ich sag mal, ihr kennt ihn aus Filmen wie Ich bin zu blöd, Prestige zu drücken oder Wie setze ich mich erfolgreich zurück? Ich sag mal, hallo Rebotel. Hey Leute, was geht? Ich bin's. Euer Evotech. Und ja, Jorginho zu Gast. Und den Cherry natürlich. So, jetzt fangen wir uns mal wieder und ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier, ja? Wir starten jetzt hier, weil als nächstes ist Abschuss bestätigt dran. Und ich würde sagen, in der Zeit, ja, wo hier jetzt hier am Suchen ist, eine Lobby und so weiter, kann ja der Evotech ein bisschen Eigenwerbung für seinen Kanal machen. Starte mal, mein Freund. Yo, meine lieben Freunde hier vom Kanal von GiorgioTV. Ich bin auch auf YouTube, erst seit kurzem, habe leider erst 2 Videos hochgeladen. In nächster Zeit wird noch ordentlich was kommen. Ich mache das zurzeit so, oder ich werde es jetzt so machen, dass meine Abonnenten oder vielleicht auch ihr euch das Thema aussuchen könnt, meiner nächsten Folge. Dass ich einfach sage, okay, pass auf, ins nächste Kommentar schreibt oder in die Kommentare schreibt ihr rein, was wollt ihr haben und ich versuche es dann halt so lustig wie möglich zu verpacken und ich nehme auch öfter mal Leute dazu. Echt, tust du Bilder von dir rein? Ich heule. Geil, ey. Nee, demnächst wird auch nochmal so ein kleines Dual-Commentary mit dem Ahornente kommen. Darauf kann man sich schon mal freuen. Und ja, schaut gerne mal vorbei. Gut, ja, jetzt sind wir am Suchen noch 2 Spieler und ich würde sagen, jetzt jeden Moment geht's los auf meiner netten Lieblingsbett Plaza. Blaser. Die ist so behindert. Ja, du hast ja auch sowieso keine Spiele dreimal gespielt, ey. Genau, Alter, die kommt irgendwie immer wieder, ne? Ja, normal. Normal, Alter. Normal. So, ja, so. Dann startet das jetzt. Ja, heute das Thema ist, also ich denke mal, Cherry kann auch mal das Thema ansprechen, ja. Das Thema ist, ich meine, wir haben ja extra unseren Gast dazu genommen, das Thema ist, das Thema sind jetzt, ich sag jetzt mal dumme Leute, aber nicht Leute, die, also nicht in dem Sinne, die Leute, die dumm sind, der kann kein Mathe, sondern die Leute, die sich dumme anstellen, beziehungsweise peinliche Situationen erleben. Und da der Gast hier nicht umsonst da ist, Evo, erzähl uns deine tragische, auch gleich zu peinliche Geschichte, bitte. Ja, und zwar war das natürlich sehr schön, wir haben hier ordentlich gesuchtet am Wochenende, Black Ops 2, erst Wochenende draußen, ja geil, 17 Stunden Spielzeit gab, Prestige 1, Level 35 oder so, schlag mich tot. So, dann komme ich montags abends von der Arbeit, da war es auch nicht so geil, der Tag, weil nichts los war an dem Tag. Haben wir gesagt, komm, zockst ein bisschen, schön von dem Prestige-Emblem schon links geholt, die M8, die richtig geil ist. Ja, und dann habe ich mir gedacht, warte mal, da steht ja alle Statistiken zurücksetzen, ne? Kann ja nur heißen, dass du wieder eine KD hast von 0, 0 Kills, aber immer noch mindestens Prestige 1 bist und ein scheiß Emblem hast. Ja, war leider nicht so. Ich war dann Prestige 0, Level 1, kein Prestige-Emblem. Ich fand's scheiße. George hat sich natürlich abgefeiert, der fand's natürlich schön. Ja, also ich muss echt sagen, der ganze Clan hat abgefeiert. Also selbst Crunch hat gesagt, Alter, was für ein Vollidiot, selbst ich hätte das nicht hinbekommen. Selbst wenn ich einen Handstand gemacht hätte und mir gleichzeitig in den Mund geschissen hätte, Alter, hätte er es nicht hinbekommen. Oh, ach du Scheiße, wie viele Leute sind denn hier, Mann? Ja, hab ich ihn schön weggemessert. Ja, und war auf jeden Fall eine lustige Aktion. Und Evo, du hast gesagt, du hast doch irgendjemand bei dir in der Klasse, der wirklich, weil heute das Thema ist natürlich, hat Lady irgendwie komisch ausgedrückt. Heute ist einfach Dummheit, ja. Dummheit der Menschen, ja. Das ist heute das Thema. Wie hast du komisch ausgedrückt? Und ja, Evo, dann erzähl mal, was du da schon für Erfahrungen gemacht hast. Ja, ich hatte damals in der Klasse, zudem ist auch schon ein Video bei mir auf dem Kanal. Und dieser Kerl, ey. Ich habe noch nie so viel Dummheit auf einen Quadratmeter gesehen wie ihn. Also das ist echt die Härte. Der hat damals, ich war, habe Kfz gelernt und der war bei mir in der Klasse im gleichen Betrieb. Und der fuhr einen Golf 2. So und da, also der hatte eine ordentliche Anlage drin, das muss man sagen. So musikmäßig, der war echt gut. Nur halt, als wir dann jemand an der Schule waren und einer gesagt hat, komm, mach mal deinen Motorraum auf. Ich will mal so halt der Motor gucken, wie gut er noch zustande ist. Und wir dann gesehen haben, dass er, was er für eine Sicherung genommen hat. Der hat einfach bei seiner Mutter aus dem Sicherungskasten eine Sicherung rausgeschraubt. Da stand noch dran Lampe 1. Die hat er da rausgeschraubt und da drin befestigt und meinte, das hält ja.
Von daher kann ja nicht viel schief gehen. Ja, läuft doch. Ich habe noch nicht sowas Dummes. Hat's denn funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Nur halt, dass ab und zu mal so während der Autofahrt, wenn so ein Ruckel kam oder sowas, kurz die Musik ausging. Ja, dann ja. Ab und zu mal rechts rangefahren ist und mir den Schalter umgelegt hat von der Sicherung. Aber sonst hat's astrein funktioniert. Sehr nice. Guck mal, Ride-Karren, Alter, die so eigentlich nicht mehr laufen dürfen, die nur noch zwei Räder haben und dann auch trotzdem fahren, ne? Genau. Ja, ja. So einer wird der auch noch. Ja, Lady, dann würde ich dich mal fragen, hast du irgendwie schon mit dummen Menschen zu tun gehabt, so wo du wirklich denkst, mein Gott, Alter, die sind ja dümmer als die Polizei erlaubt, oder ist es jetzt nicht so, dass du mit so vielen dummen Menschen zu tun hattest jetzt? Naja, ich kenne da leider zu viele. Das ist, wie ich schon sagte am Anfang, darum habe ich ja diese komische, deine, was du meintest, die komische Themenleitung gemacht. Also ich muss echt sagen, die sind natürlich nicht doof, die Leute, das will ich jetzt nicht sagen, aber man benimmt sich einfach wie Arsch auf Eimer, kann man das so sagen? Ja, vielleicht auch ja nicht, kann man so sagen. Kann man so sagen, sagt er. Und ja, was ich spontan fallen mir dann nur so Sachen ein, wie einfach mal sich die Handgelenke brechen, weil man, oder die beide Fäuste hat er sich, glaube ich, gebrochen, weil er sauer war, und dann hat er einen Boxsack gehabt. Aber Boxsack war ihm ja zu weich, und dann dicker Mann und dicke Fresse haben natürlich erstmal die Wand benutzt. Hat dann nicht nur ein Stück Putz aus seiner Wand gehauen, sondern hat irgendwie so, das war halt so eine, ich weiß nicht, Leichtbauwand oder wie man das nennt. Ich bin jetzt kein gelernter, was macht Maurer? Nein, auf jeden Fall hat er ein Loch in die Wand gehauen plus seine beide Fäuste gebrochen. Und da denkt man sich auch nur, ja, Kollege, was ist mit dir? Obwohl, wo du das so gerade ansprichst, ich weiß, bei der. Ja, ich kenne sowas ähnliches. Ich habe mir mal so ungefähr so ähnlich einen Zeh gebrochen. Den großen. Okay. Fußball-WM 2006 war das. Waren wir ja noch recht klein. Oh, wie lange ist das her? Schon 6 Jahre. Ach du Scheiße. Wie dein Penis. Versteht ihr, warum wir Evo eingeladen haben? Weil es viel witziger ist, Evo ganz runter zu machen. Ne, auf jeden Fall. Also fängst du dich jetzt oder soll ich die Geschichte anfangen? Ja, so, nee. Also wir gucken da Deutschland-WM und ich, Deutschland schießt das Tor, ich mich voll gefreut, total happy. Und dann wollte ich so da aufs Klo gehen. Ey. Ja, so halbständer würde ich sagen. Will dann aber bei meinen Kollegen aufs Klo gehen und dann gehe ich zu diesem aufs scheiß Klo da, oder Richtung Klo, und dann steht da so ein scheiß Sesser im Weg, der mir erst gar nicht so aufgefallen ist. Und als ich dann gegengetreten habe und gemerkt habe, dass mein Fuß, beziehungsweise mein Zeh, plötzlich ganz dick geworden ist, der große, habe ich erst gesagt, ja, komm, geht ja, ne, ist nix. Mutter gezeigt, ja, ach, hast du nix, ja. Ich glaube, der war gebrochen. Also beim Arzt war ich nicht. Tat zwar ein paar Wochen weh, ein paar Tage, aber er ist nicht krumm, er ist noch dran. Okay. Ja, okay, dann denke ich mal, jetzt packe ich mal meine Geschichte aus, Alter. Ich packe ihn aus, hört mal zu. So, habe ich jetzt mal auf den Tisch gehauen, ja, bis das Holz splittert. Einmal auf die Tastatur geklopft. Ein Leutrix, was ist da los? So, und ja, jetzt kommen wir wieder zum Thema. Ja, und zwar, dumme Leute. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe damals eine richtig geile Geschichte erlebt. Ich war mit meinem Cousin unterwegs, ja, wir sind ein bisschen am Rhein spazieren gegangen, hatten auch, glaube ich, ja, ein paar Leute waren dabei und haben ein paar Wetten abgeschlossen. Ich war natürlich nicht so dumm und habe mitgemacht, ja. Ich habe einfach nur gesagt, ey, mach doch das und das, das ist bestimmt ganz lustig. Und alle so, ja, das ist bestimmt Hammer, der Verlierer, der friert sich den Arsch ab, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Lustige war wirklich, wir hatten wirklich minus 5 Grad oder so, oder, ja, noch, ein bisschen wärmer, sagen wir mal. Auf jeden Fall war es richtig kalt. Und dann habe ich zu meinem Cousin gesagt, ey, ich wette mit dir, du traust dich jetzt nicht von der Brücke in den Rhein reinzuspringen, ja, rein. So, und er hat dann gesagt, doch, das mache ich, Alter, wenn du mir 5 Euro gibst, dann bringe ich das auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, Alter, der labert nur Scheiße. Ich in die 5 Euro in die Hand gedrückt, der habe ich schon vorher gemacht, weil dann kann ich ihm noch ein bisschen Druck ausüben, ja, kennt der doch. So, habe ihm die 5 Euro gegeben, er sagt, okay, alles klar, ich springe jetzt rein, und alles klar, zack, gidadi, springt der in den Rhein rein, also er ist wirklich reingesprungen mit dem Körper. So, kommt da raus, meine Freunde, ey, ich schwör's euch, ey, ich habe noch nie einen Menschen so zittern gesehen. Ich glaube, der hatte einen epileptischen Anfall oder so, ich weiß gar nicht, was da los war. Breakdance-Wettbewerb gewonnen, boah. Was? Breakdance-Wettbewerb gewonnen. Ja, also es war echt nicht normal, wie der am Zittern war. Und ja, das Ende vom Lied, meine Freunde, er musste, glaube ich, 2 Tage im Krankenhaus liegen. Und es war auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Und das Beste ist, jetzt kommt das Beste, die 5 Euro. Die hat der im Wasser verloren. Alter, also da habe ich ganz ehrlich gedacht, Alter, warum? Aber warum nimmt der den vorher? Wie doof ist der denn?
Das habe ich mir ja auch dann gedacht. Und ja, da habe ich mir gedacht, wie dumm können Menschen sein, ja? Auch wenn es jetzt gerade in der Familie liegt. Also jetzt hier an der Familie lag. Und ja, habe ich gedacht, Alter, was hast du für einen Cousin? Ja, Gott sei Dank kein Kontakt mehr vorhanden. Nein, Spaß, er war eine coole Socke, hat aber Scheiße gebaut. So. Ja, also, wer möchte noch was zu dem Thema sagen oder können wir das Thema abschließen? Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Ja, Komm, Jamie, hau einen raus. Fällt so spontan nichts ein. Es ist so überraschend, es ist so überwältigend mit mir. Ich muss mich erstmal auf, der Dummheit von Evo klarkommen. Ey, was kann ich denn dafür? Weißt du, guck mal, ich wollte da schön in Ruhe zocken und was kann ich dafür, dass ich auf einmal hier so ein schönes Radiergummi als Visitenkarte jetzt habe, ey? Das ist doch nice, Alter. Ach, das ist das. Ich hab was für eine Kaugummi-Packung oder so. Das sieht nämlich nicht scheiße aus. Das ist Radiergummi. Für Neuanfänger steht da extra. Ja, ich denk mal, die Visitenkarte wird nicht jeder haben, ne? Ich schätze mal, die hat in Call of Duty noch keiner wie ich und wird auch so schnell keiner sich holen. Beziehungsweise alle Abonnenten von dir werden sie sich nicht holen, weil sie jetzt genau wissen, was dann passiert oder wie dumm das sein muss. Ey, warum kann ich mein Dragonfire nicht einsetzen? Weil das nicht immer geht. Warum hast du den Dragonfire schon wieder? Was ist denn mit dir, Alter? Oh, Alter, Cherry, du bist auch richtig schlecht, ey. Ja, das ist kein Einzelfall. Also, Lady geht immer, also falsche Waffe. Richtig. Ach ja, viele haben auch gefragt bei den Abonnenten, warum ich dich Lady nenne. Kannst du dir mal kurz anschneiden, Lady. Lady, ja gut, ihr kennt ja meinen richtigen Gamer-Tag, The Cherrynator. Und ich komme jetzt nicht dazu, wie ich dazu gekommen bin, sondern was für ein Lied fällt euch bei Cherry direkt ein? Ja, richtig, Cherry, das ist das Cherry Lied von Lady, like ja, it for emotion. Er hat zwar mehr von Englischkenntnisse, ja. Ja, die sind auch, könnt ihr auch extra ein Video drüber machen. Die sind auch Englisch eingerostet, ne? Auf jeden Fall hat mich der Clan von Anfang an, hat mich Giorgio vor allem und Fabio, haben mich alle Cherry, Cherry Lady immer nur genannt. Oder haben beziehungsweise das Lied gesungen, haben mich dann halt irgendwann nur noch Lady genannt. Und ja, ich sag mal so, ist der Name dann einfach irgendwann geblieben, weil ich bin ja keiner, der rum halt, nenn mich wie ein Mädchen. Nein, ich hab da gesagt, Cheerio, was geht? Alles klar, heiße ich Lady. Und ich heiße jetzt auch im TS Cherry Lady, nicht mehr so Cherrynator. Ja, so macht man Identitätsveränderung. Alles klar. Genau. Ach man, ich kann auch meinen scheiß Rankfire nicht benutzen. Wie ist denn dieser Modus? Ja, dann fragen wir mal so rum. Wie bist du auf Evotech gekommen? Weil das ist ja, ich habe gehört, das sind Staubsauger. Wenn man bei YouTube Evotech eingibt. Gib mal bei YouTube einfach nur Evotech ohne sein 93 ein. Ey, ihr findet, da steht da glaube ich trocken. Industriestaubsauger und so. Wie bist du darauf gekommen, Evotech? Ja, ihr kennt ja bestimmt Schuss alle den Film Scary Movie, ne? Wie der Kerl mit seinem Staubsauger. Ja. Nein. Nee, keine Ahnung, ich habe das einfach immer. Mann, war der flach. Ja. Nee, ich habe mir irgendwann einfach mal so gedacht, ja komm. Der Channel des schlechten Humors. Irgendwann brauchst du, weil am Anfang hatte ich irgendwie, kriegst du immer diese schwulen Xbox-Seifen haben. Und ja, und dann, keine Ahnung. Hast du ihn halt genommen. Genau, einfach so ganz spontan. Okay, gut. Ja, das Gameplay ist jetzt auch zu Ende. Ja. Ich habe die beste KD gehabt. Danke. Wir danken mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ja. Gebt einen Daumen. Haltet die Fresse. Ey, haltet die Fresse, ihr Speckfotzen, Mann! So. Gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt. Ich überlasse jetzt Cherry, nicht das Schlusswort, sondern das nächste Wort. Würde sagen, bis bald, aber nicht im Wald. Euer Jorginho und ciao. Und an dieser Stelle, nachdem ich am Anfang schon alle weggedisst habe, okay, eigentlich nur Evo, möchte ich es am Schluss nicht nochmal machen. Ich sage einfach nur, Cheerio, Freunde, ich bin raus. Evo, bitte. Ja, Leute, schaut gerne mal vorbei oder auch nicht, mir egal. Nein, schaut gerne mal vorbei. Deabonniert den Cherry auf jeden Fall, weil das ist natürlich so ein Assi, ey, das geht gar nicht. Ansonsten würde ich sagen, nur weil ich Humor hab. Du hast keinen Humor, du hast voll einen am Helm. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, wir haben hier schon eine Menge Spaß. Zurück. Macht's gut, schnell bevor der Cherry noch weiterredet, auf Wiedersehen.